In der heutigen Zeit sind ja so viele Menschen geistseelisch verhungert. Wir brauchen die Seelenbilder. Wir brauchen Bilder, deswegen Kinder, die mögen Märchen. Die wollen sie immer wieder hören, denn das sind Wegweiser in der seelischen Welt. Und wenn wir so verhungert sind, dann nehmen wir aus dem Fernsehen oder aus den Medien im Grunde genommen elektronisches Junkfood. Das scheint zu sättigen, aber sättigt nicht in Wirklichkeit.